Willkommen beim Get On Board Podcast, dem Podcast für HR-Professionals und Unternehmer aus Schweizer KMUs. Wir helfen nämlich genau diesen Personen dabei, offene Stellen schneller zu besetzen, das HR effizienter zu gestalten und als Vorreiter auf dem Arbeitsmarkt wahrgenommen zu werden. In diesem Podcast erzählen wir von den vielen Misserfolgen und Erfolgen, die wir auf diesem Weg erleben durften. Und jetzt freue ich mich sehr, dass du am Zuhören bist und wünsche dir ganz, ganz viel Vergnügen bei dieser Episode. So, herzlich willkommen zu der zweiten Episode von unserem Get On Board Podcast. Willkommen heute zurück. Heute mit am Start ist der Nico, ich und der Dave. Also die beiden Schlawiner, die da hinter Get On Board stecken. Sind wir wieder zurück. Hey? Ja, wir sind wieder zurück. Genau, und das heutige Thema, das wir behandeln wollen, ist: Was unterscheidet eigentlich die erfolgreichen Unternehmen, auch bei unseren Kunden, was unterscheidet die erfolgreichen Kunden von den 0815 Unternehmen in Bezug auf Personalgewinnung und Bindung? Genau. Yes, bin gespannt. Jawohl. Genau, Dave, du bist ja da in der Praxis näher dann an den Kunden dabei. Und wir haben vorher ja einfach im Austausch eigentlich über den Tisch haben mit der Idee gehabt, jetzt die Episode auch so aufzunehmen. Und du hast ja mir vier Punkte können sagen, vier gemeinsame Nenner, was alle die Kunden gemeinsam haben. Und der erste Punkt, wo du mir dann erzählt hast, ist gegeben in denen, ist Sichtbarkeit. Hol mich doch mal kurz ab. Was meinst du mit Sichtbarkeit? Was ist da der Grund, wieso das zum Erfolg beiträgt? Mhm. Ich glaube, eine grosse Schwierigkeit, die viele Arbeitgeber immer noch haben, ist, um bei den richtigen Talenten am richtigen Ort platziert zu werden oder dass die überhaupt erst eben auf sie aufmerksam werden. Gerade so B2B-Unternehmen zum Beispiel haben dort die Schwierigkeit, dass sie halt oft auch mit Partnern zusammenarbeiten oder einfach so in der B2B-Kette rein, aber gar nie mit dem Endkonsument irgendwie in Kontakt kommen und auch ihr das ganze Marketing darauf ausgelegt haben, um die Businesskunden erreichen, aber keine Privatpersonen oder nicht ihr eigentliches Zielpublikum, wenn es darum geht, um Leute zu gewinnen. Mhm. Und wenn ich von Sichtbarkeit rede, dann schaue ich einfach an, welche Unternehmen sind dort präsent, wo sich auch wirklich ihre Talente halt aufhalten. Also das ist dann nicht mal nur Social Media, sondern vielleicht einfach auch dort, wo sie im Alltag durchfahren oder dort, wo auch das Unternehmen von der Konkurrenz vielleicht ist, wo sie könnten am Arbeiten sein aktuell. Ja. Ich glaube, das, was aktuell immer noch viele machen und was auch dazu führt, dass man eben Misserfolg hat in diesem Bereich, ist, dass man das Gefühl hat, es langt, um einen Job einfach auf einer Jobplattform oder auf der Karriereseite oder vielleicht auf LinkedIn posten. Mhm. Was aber dort vielen nicht bewusst ist, ist halt einfach, dass die Talente, die sie eigentlich wollen, die wirklich cool sind, auch Gas geben und loyal sind zu ihrem Arbeitgeber und so weiter, die sind aktuell nicht auf Jobsuche meistens. Eben weil sie eben auch die Qualitäten haben, sind sie neumals und haben wahrscheinlich einen Job, weil sie ja gute Arbeitskräfte sind. Und dort muss man einfach über andere Wege gehen, um bei diesen Leuten sichtbar zu werden. Ja, also mit Sichtbarkeit, wenn ich das mal versuche zusammenzufassen, meinst du, man kommt oder man kann irgendeine Art von Message, von Botschaft, von was auch immer, dass man dann will kommunizieren, zu den relevanten Leuten bringen. Das meinst du mit Sichtbarkeit? Ja, voll, könnte man so sagen, ja. Und ich glaube, also ja, die mit dieser Message, ja, das ist eigentlich noch, ist gar noch spannend, wie du es sagst, weil ja, es ist, je nachdem, was man für eine Message dann wird gegen raus tragen, hat es dann auch verschiedene Ziele, oder? Also das Wichtigste ist zuerst mal, dass man überhaupt erst sichtbar wird, aber dort, dass man dann auch in der Sichtbarkeit rein nicht einfach irgendetwas macht, sondern halt das dann so macht, dass es auch Sinn ergibt, dass auch Kandidaten sich auf dieser Candidate Journey auch abgeholt fühlen. Also, was meine ich mit dem konkret? Dass man zum Beispiel dann, wenn die Kandidaten zum ersten Mal von einem hören, vielleicht sie nicht gerade zu bombardiert mit wir suchen dich, sondern ihnen einfach mal so ein bisschen, vielleicht auch den Gedanken platziert, es gibt vielleicht etwas Besseres auf dem Arbeitsmarkt oder es gibt vielleicht einen Ort, wo du dich besser wirst aufgehoben fühlen, mit spannenderen Aufgaben, mit mehr Freiheit oder je nachdem, was auch das Unternehmen dann effektiv kann bieten. Und dass man dann dort auch so verschiedene Messages hat, je nachdem, wo sich der Kandidat auf dieser Journey gerade befindet.
Wird aber jetzt schon relativ komplex, also ich will da nicht zu fest, dann hast du schon in die Tiefe gehen. Genau. Ja, vielleicht ein Punkt, den du vorher gerade erwähnt hast, ist noch spannend, höre ich oft auch im ersten Austausch mit Unternehmen, weil sie sagen, oder oftmals wird da gesagt, hey, wir sind ja auf jobs.ch, wir haben ja das Kununu, wo Mitarbeiter teilweise Bewertungen abgegeben haben und wir hängen auch unsere Stelleninserate in den Buden auf und haben die Schilder an die Strasse gestellt. Da gibt es einen ganzen Haufen Möglichkeiten. Mhm. Was ist die Problematik daran? Wieso lange diese Form von Sichtbarkeit nicht? Mhm. Gute Frage. Also es gibt meiner Meinung nach zwei Aspekte. Das eine, habe ich vorher schon ein bisschen angeschnitten, ist, dass man eigentlich mit diesen ganzen Wegen oder jetzt gerade mit Jobplattformen oder so auch Karriereseiten und so, eigentlich nur die aktiv Suchenden anspricht, also nur die effektiv selber dort schauen. Und gerade der Effekt, den ich vorher beschrieben habe, dass man vielleicht auch einfach mal einen Gedanken bei jemandem platziert, der gar nicht auf der Suche ist, das erreichst du halt nicht. Und der andere Aspekt, wo vielleicht sogar fast noch wichtiger ist, ist einfach so die reine Anzahl Leute, die man so erreicht. Gerade so über Jobplattformen oder auch wenn man es im Unternehmen aufhängt oder sogar eine WhatsApp-Story macht oder es einfach auf Facebook postet, dann sind es vielleicht im Gesamten, wenn man alles durchrechnet, vielleicht 1000 Leute, wenn überhaupt, die davon gehören, dass man als Unternehmen Leute sucht oder dass man ein cooler Arbeitgeber ist. Aber wenn man halt zum Beispiel über Werbeanzeigen fährt oder auch über die richtigen Mittel sonst, dann kann man es halt auch schaffen, dass man relativ schnell dann mal 100'000, 500'000 Leute erreicht. Mhm. Und das ist halt plötzlich ganz ein anderes Kaliber, wenn du einfach so eine grosse Zielgruppe plötzlich hast, die du kannst ansprechen kannst. Dort ist halt die Wahrscheinlichkeit, dann auch, dass jemand dort drunter ist, der sich vielleicht gerade angesprochen fühlt, viel grösser, als wenn du einfach so ein bisschen die engsten Kreis das streust. Ja, macht massiv Sinn. Also, um vielleicht das Thema Sichtbarkeit auch langsam so ein bisschen abrunden. Was braucht es denn? Was kannst du jetzt da allen Leuten, die zuhören, die sich denken, hey, wie bringe ich mehr Sichtbarkeit für mein Unternehmen an? Was würdest du denn jetzt gerade so schnell mit auf den Weg geben? Also, auch da wieder zwei Sachen. Der erste Punkt ist, dass ihr bei den Kandidaten auf der Candidate Journey, also auf ihrem Prozess, wie sie sich daran bewegen, um vielleicht bei euch zu starten, omnipräsent sind. Und dort auch das Bild aufbauen, das Image im Kopf vom Kandidat, dass ihr die einzige Option seid, die wirklich in Frage kommt. Und das erreicht man natürlich in dem, dass man ihnen auch das kommuniziert, was sie wollen hören, was sie wollen wundern, in ihrer Sprache redet. Dort, was ich vielleicht als Tipp, so wirklich konkreter Tipp gerade mitgeben kann, ist, dass man als HR-Professional einfach mal mit dem Marketing zusammensitzt. Weil die machen das jeden Tag, das ist ihr tägliches Brot. Und das führt, also bin ich auch selber ein riesen Fan davon, dass dort die Kommunikation gefördert wird, weil das Marketing da super wertvolle Inputs kann geben, gerade für mal so eine Erarbeitung von so einer Candidate Journey. Und dann, was dann der zweite Punkt ist, ist, dass man eben durch die Candidate Journey durchgeht, Personas erstellt. Also wer will man überhaupt ansprechen, wer ist das Zielpublikum und dann dort überlegt, wo erreicht man dann die Leute. Also sprich, einfach mal so einen Tagesablauf durchgeht von, sagen wir, einem Handwerker und überlegt, wo startet der, zu welchem Unternehmen könnte er vielleicht arbeiten, wo geht er dort zu Mittag essen, wo geht er, wenn er arbeiten, was für Plattformen ist der vielleicht drauf oder was für Inhalte schaut er auch an, sodass man weiss, wo dass man jetzt eben sich als Unternehmen dann kann platzieren, damit man sichtbar wird und dann eben auch bei den richtigen Leuten. Ja. Ich habe dann einfach noch ganz eine kurze Ergänzung, das machst ja du effektiv auch, wenn wir mit Kunden starten. Eben genau die Personas erstellen, wo befinden sich unsere idealen Kandidaten. Und einfach um auch da ein bisschen Klarheit vielleicht noch bekommen, einfach in den Buden rumlaufen, im Unternehmen rumlaufen und die eigenen Leute fragen. Es klingt simpel, unglaublich effektiv. Einfach fragen, hey, auf welchem sozialen Netzwerk bist du unterwegs, auf welchen Internetseite bist du unterwegs, wenn es jetzt um die digitalen Kanäle geht, aber auch sonst, welche Zeitschriften liest du, welche YouTube, einfach so die Leute mal fragen, mit ihnen in einen Austausch gehen und dann kommt man auch schon sehr, sehr viel Insights über viele Wege, wo man die Sichtbarkeit könnte erlangen, wo man vielleicht vorher gar nicht daran gedacht hat. Ja, vielleicht auch dort lieber qualitativ als quantitativ. Was ich immer wieder höre bei Unternehmen, ist, dass sie
der Zielzustand, also wer Persona, wer sie genau suchen, oftmals nicht ganz übereinstimmt mit wer dann aktuell bei ihnen schafft. Das ist einfach auch, weil man sich oftmals etwas Besseres wünscht oder schon auch darauf anstrebt, ist ja gut so. Aber gerade dort, anstatt dass man einfach alle gehen fragen, mal überlegen, wer sind die Leute, die wirklich Value bringen ins Unternehmen und auch so ein bisschen von der Persönlichkeit her und der Art, wie sie arbeiten, sag ich mal, gute Performance an den Tag legen. Und dass man dann dort auch vor allem mit diesen Leuten in Austausch geht und dann logischerweise nicht ihnen sagt, hey, du bist mein Lieblingsmitarbeiter, sondern aber dort kann man ja dann schon auch sagen, so, hey, wir wollen mehr so Leute wie dich, so, es ist cool, wie du es machst und kannst mir mal erzählen, wie, eben, wieso, dass du zum Beispiel gerne bei uns schaffst oder wo, dass du dich so aufhaltest in der Freizeit, was du so für Inhalte anschaust. Genau, und ich glaube, da kann man extrem viel Mehrwert daraus rausziehen. Ja, definitiv. Genau. Cool. Hey, so ein der zweite Punkt, wo eben erfolgreiche Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt gemeinsam haben, ist neben der Sichtbarkeit auch Transparenz. Jetzt gibt ja Transparenz, Authentizität, ist das sehr ein grosses Sprichwort. Ich würde auch dir wieder den Ball geben. Das war der Punkt, den auch du erzählt hast. Was bedeutet die Transparenz und wie drückt sich die Transparenz aus bei genau diesen erfolgreichen Unternehmen? Ich glaube, was wir zuerst mal etablieren müssen, ist ein wichtiger Hard Fact. Und zwar einer der allergrössten, wichtigsten Punkte, wo Kandidaten haben, wieso sie sich dagegen entscheiden, um sich bei einem Unternehmen zu bewerben, auch wenn sie das Unternehmen anschauen, ist, dass sie sich nicht genug gut vorstellen können, was sie erwartet dort. Also wie der Arbeitsort aussieht, mit was für Menschen sie zusammenarbeiten, wie der Alltag wird aussehen. Einfach so die Unsicherheit, das halten extrem viele Leute davon ab, um sich dann effektiv zu bewerben. Und gerade wenn man dann eben das schafft, dass man sichtbar wird und dass man auch viele Leute erreicht, dann muss man es eben auch schaffen, um ein Schaufenster zu machen, wo die können reinschauen können und dort eben transparent und eben auch authentisch sehen, was sie erwartet und nicht auf irgendwelche Corporate-Floskeln stoßen. Also man kennt es ja so ein bisschen den Klassiker, dass man dann auf der Karriereseite einfach so die paar Floskeln hat dazu, was einem erwartet dort und dann eben so, ja, wir sind flexibel und bei uns wird irgendwie, ja, gute Sozialleistungen. Familiär, genau, gute Sozialleistungen, bei uns wird irgendwie, eben, bei uns wird, was auch immer, die menschliche Entwicklung gross geschrieben oder so. Aber das sind alles Floskeln und schlussendlich muss man da ein bisschen nach dem Prinzip leben, show, don't tell, dass man eher weniger redet und mehr zeigt, ja, und einfach den Kandidaten effektiv das Schaufenster bietet in Form von Videos oder mit 360-Grad-Durchgang oder was auch immer. Es kann auch sogar sein, dass man kann einfach unverbindlich einen Termin buchen, wo man einfach schnell das Unternehmen zeigt, bekommt oder was auch immer. Also da gibt es ja mega, mega viele Möglichkeiten. Das Wichtige ist einfach, dass die Kandidaten die Möglichkeit haben, dass, wenn sie noch unsicher sind, dass sie eben hineinschauen können. Ja. Sehr cool. Da einfach gerade eine Folgefrage, die daraus entsteht, das höre ich oft im Austausch mit Interessenten, so ein bisschen, oder einfach eine Angst, die rum ist in den Köpfen. Hey, wenn wir doch das zeigen, wir wissen auch, wir sind nicht perfekt oder wir sind auch gerade an Projekten, wir wollen zum Beispiel mehr Benefits bieten oder 4 Tage Woche einführen, so ein bisschen, bis wir nicht mal das alles gemacht haben, wenn wir das noch nicht zeigen, weil wir auch Schwächen haben. Hast du da gerade noch einen Kommentar dazu? Jeder hat Schwächen. Also ich glaube, das muss man sich auch bewusst sein, dass man Stärken und Schwächen hat. Und wichtig ist, glaube ich, dort, dass man beides auch da wieder authentisch zeigt und nicht irgendetwas kommuniziert, wo nicht stimmt. Und dass es auch völlig okay ist, zum Schwächen zu haben. Was ich immer wieder höre, ist, dass man so irgendwie immer versucht zu zeigen, wir sind der perfekte Arbeitgeber oder wir sind ein cooles Team. Aber was heisst denn das? Weil du hast ja ganz viele verschiedene Menschen, wo du, oder Zielpublikum, wo du kannst ansprechen und du musst dich einfach entscheiden, wer willst du ansprechen und dann nachher denen das zeigen, was bei dir auch wirklich gilt. Und wenn du es schaffst, dass du die Zielgruppe so auswählst, dass das auch Leute sind, die bei dir reinpassen, dann ist es auch relativ egal, wenn noch nicht alles perfekt ist. Weil das sind ja Leute, die dann eben die Sachen umso mehr schätzen, die du schon bietest
und die dann einfach noch happier sind, wenn du ihnen noch mehr kannst bieten. Was man vielleicht dort auch noch kann sagen kann, ist, wenn man gerade im Aufbau ist von solchen Sachen, spricht ja auch absolut nichts dagegen, dass man das auch gegen aussen kommuniziert. Also, dass man auch sagt, wir sind gerade dran, das und das am Einführen, das am Aufbauen, weil uns unsere Leute so wichtig sind. Und wir suchen jetzt Leute, die das auch cool finden, die auch Bock auf das haben. Und wenn du dann bei uns startest, wird das wahrscheinlich schon eingeführt sein. Genau, das ist auch eine Möglichkeit, wie man es kann kommunizieren kann. Ja, ja. Ja, sehr cooler Input. Eben, ist ja dann genau die Transparenz, die man dann da schafft. Dass man eben einfach ehrlich ist, statt einfach halt Hosen runterlassen, blöd gesagt, und wirklich einfach so zeigt, wie es halt gerade ist. Ja, genau. Ja, ich meine, das negative Beispiel oder das, was daraus entstehen kann, wenn man die Transparenz nicht bietet, ist, dass man wie etwas vorgaukelt. Und das widerspiegelt sich ja auch bei vielen Unternehmen, wo wir das auch einfach in Zahlen gesehen haben, so dann wieder, dass man einfach eine höhere Fluktuation hat. Also, dass viele Leute, frühe Fluktuation, dass viele Leute dann das Unternehmen wieder verlieren, weil sie falsche Erwartungen gehabt haben. Und das Gegenteil ist dann halt, dass, also wenn man es noch nicht raus, nach außen trägt, geht jetzt wieder auf den ersten Punkt, die Sichtbarkeit, aber man hat transparent das würde kommunizieren, dass dann Leute im Vorstellungsgespräch hocken und sagen, boah, ist das geil bei euch, ich habe das gar nicht gewusst, das ist ja mega sick. Also hören wir immer wieder, dass eben genau da die Kommunikation zwischen dem Unternehmen und den Kandidaten, bevor sie sich bewerben, nicht stattfindet. Und das kann man mit Transparenz und Sichtbarkeit lösen. Absolut, absolut. Yes. Genau. Ja, so ein dritter Punkt, dritter gemeinsame Nenner, sie sind mutig. Erfolgreiche Unternehmen sind mutig. Auch da wieder Dave. Wie sieht das in der Praxis aus bei unseren Kunden? Ich glaube, was einfach schon mal einen gewissen Mut braucht, ist auch die Transparenz. Dass man auch Schwächen zeigt gegen aussen oder dass man sich so zeigt, wie man ist. Ich glaube, wir kommen auch einfach jetzt ein bisschen aus einer Zeit raus, wo man als Unternehmen lang vor allem auf Professionalität geschaut hat und dass man sehr oder einfach auch perfekt hochglanz daherkommt. Und gerade im Employer Branding ist es einfach nicht so. Ich glaube, dort geht es viel mehr darum, dass man das Unternehmen vermenschlicht und spürbarer macht und für einen Menschen auch greifbarer macht. Und das braucht Mut, dass man als Unternehmen dann auch mal vielleicht ein Bold Statement raushaut. Und was man dort auch muss sagen, oder was auch Mut braucht, ist, dass man auch neue Wege geht, wo man vorher vielleicht noch nicht gegangen ist. Also sprich, dass man dort dann auch offen ist für zum Beispiel neue Arten zum Rekrutieren oder auch vielleicht auf zum Beispiel mal einfach Inputs holt bei Mitarbeitern. Das braucht ja auch Mut, dass man dort reingeht und fragen, was könnten wir noch besser machen oder haben ihr Ideen, wie wir unser Personal in Zukunft erreichen oder wie wir eure Freunde könnten motivieren, um zu uns zu kommen. Das braucht alles Mut, weil es gibt dann auch immer natürlich ein gewisses Risiko, dass dann dort dann auch sag jetzt mal, etwas hinten rausgeht mal, oder dass man vielleicht auch mal auf die Schnauze geht. Aber die Innovativen sind schlussendlich die, die dann auch die grösser, oder sag jetzt mal, wenn du etwas probierst, hast du ein bisschen grössere Chancen auf den Erfolg, als wenn du es einfach nicht probiert hast. Darum kann ich eigentlich nur motivieren, dass man da neue Wege geht, weil wenn wir eins gemerkt haben in den letzten paar Jahren, dann ist es, dass wenn man nichts Neues macht und man jetzt stehen bleibt, vor allem in diesem Bereich, dann wird man definitiv gegen die Wand fahren. Und wenn man etwas Neues probiert, dann wird man vielleicht gegen die Wand fahren. Ja, und es ist ja schon noch interessant, auch so ein bisschen der Status quo. Eben, man hat vielleicht Schwierigkeiten in der Rekrutierung, einfach nur schon, wie viele Bewerbungen kommen rein. Dort fängt es ja teilweise schon an. Wenn Bewerbungen reinkommen, die Qualität der Bewerbungen. Da ist irgendwie so ein bisschen, man hat schon wirklich mega Druck, aber trotzdem sind viele Leute noch nicht bereit, um den nächsten Schritt zu gehen. Was gibst du vielleicht denen mit? Eben so ein bisschen, also gerade aus der Praxis. Ich höre immer wieder, weisst, wir sind noch ein traditionelleres Unternehmen oder wir haben das bis jetzt immer so gemacht. Aber auf der anderen Seite sagen sie dann, ja, wir finden keine Leute. Was kannst du da mitgeben? Ich glaube, also was ja oftmals eine Schwierigkeit ist, gerade wenn es um so Change Management geht oder um so neue Sachen einführen, neue Prozesse ausprobieren, ist einerseits, dass man vielleicht eben Angst hat, dass es in die Hose geht oder dass man irgendwo gegen eine Wand fährt, aber auch,
der Zeitaufwand, das ist auch oft etwas, wo im Weg steht oder wo man sich dann vorstellt, ja, wenn ich jetzt einen neuen Prozess muss integrieren oder etwas Neues aufsetzen, dann geht das mega lang und ich habe eigentlich gar keine Zeit für das, weil ich muss ja rekrutieren für die Stellen, die jetzt offen sind. Mhm. Und was ich dort kann jemandem ans Herz legen, ist, dass man halt mit Partnern zusammenarbeitet, wo so etwas schon können, wo sehr viel Erfahrungswert haben und wo einem da einfach auch unterstützen auf dem Weg. Ja, dass man es halt einfach sich selber einfacher macht, dass man dort, also das paar Mal auf die Schnauze fliegen vielleicht sich kann sparen, dass man den Zeitaufwand kann sparen, den man da dabei hat und dass man schneller ans Ziel kommt, wo man eigentlich hat wollen. Mhm. Ja, und ich glaube sonst, was man vielleicht oder was viele sich bewusst werden und das geht relativ an die Basics zurück, ist, dass es einfach gar nicht mehr viele andere Optionen gibt, als jetzt über neue Wege fahren. Und wer das noch nicht eingesehen hat, muss einfach noch ein bisschen mehr dann auch im Grundsatz über Bücher und nochmal anschauen, was jetzt das bedeutet, dass wir jetzt einen Arbeitnehmermarkt haben und so weiter. Ja. Also das, ich glaube, wenn man dort noch unsicher ist, ob man überhaupt neue Wege muss gehen, dann sollte man nochmal über Bücher, was eben das anbelangt, also Fachkräftemangel, Arbeitnehmermarkt und demografischer Wandel. Und wenn es einfach darum geht, dass man eben zu wenig Zeit oder zu wenig Know-how, dann mit Partnern zusammenarbeiten, die das schon mal gemacht haben. Genau. Ja, das ist jetzt da eigentlich auch der vierte Punkt, der vierte gemeinsame Nenner von erfolgreichen Unternehmen, auch schon angetönt, das Bewusstsein. Eben genau das Bewusstsein, dass einfach der Status, dass sich etwas verändert hat auf dem Arbeitsmarkt und dass man dementsprechend auch als Unternehmen muss mit diesen Veränderungen mitgehen. Ja. Mhm. Ja, was ja dort bei dem Bewusstsein, oder was wir ja dort auch noch darüber geredet haben vorher, ist, dass verschiedene Sachen nachher mit sich zieht, wenn man das Bewusstsein wirklich mal verinnerlicht. Und wenn das nicht einfach nur etwas ist, wo man so weiss, ja, ich weiss, das ist jetzt irgendwie mal ein Thema, sondern wenn wirklich alle in der ganzen Führungsebene im Unternehmen jetzt daran anfangen, da rumzustudieren, okay, gut, wir müssen uns jetzt präsentieren als Arbeitgeber, was können wir machen, dann führt das nämlich dazu, dass man anfängt, zum Beispiel den ganzen Bewerbungs- oder Rekrutierungsprozess um die Erfahrungen von Bewerbern herumzubauen, dass man als Unternehmen eine Value Proposition, eine Employer Value Proposition vielleicht erarbeitet, dass man sich mal die Gedanken macht eben zu der Candidate Journey oder zu der Persona. Genau so Sachen, das passiert alles nicht, wenn man das Bewusstsein nicht hat, dass man etwas muss machen. Und darum dort auch sehr wichtig, dass man eben nicht das Bewusstsein im HR lässt, sondern dass sich das über die ganze Führungsebene ausbreitet und dass das alle wissen. Weil wenn man das nicht hat, dann wird es einfach auch extrem schwierig als HR-Professional, um dann dort so etwas auch durchzudrücken, wenn man mal etwas Neues machen will oder um dann auch die anderen überzeugen. Mhm. Genau. Ja. Ja, hast du vielleicht gerade da eben wie löst du das Problem am in der Zusammenarbeit? Wenn eben du, also in der Zusammenarbeit vielleicht zum ein Kontext geben, wir sind ja wirklich sehr, sehr eng eben genau mit den HR-Abteilungen der Unternehmen am Zusammenarbeiten. Teilweise ist es aber nötig, dass man Geschäftsführung mit einbeziehen, Geschäftsleitung ganz allgemein mit einbeziehen oder eben Marketingabteilungen mit einbeziehen. Wie gehst du da dann vor in der Praxis, wenn eben genau, also klar, mit denen, die wir zusammenarbeiten, die haben das Bewusstsein dann oder die fragen uns, wenn sie nicht rauskommen oder Unklarheiten haben. Aber wie soll jetzt jemand, der vielleicht jetzt keinen Partner an der Seite hat, da am besten vorgehen, dass sich das Bewusstsein wirklich im ganzen Unternehmen ausbreitet? Mhm. Ich sehe auch da wieder zwei Arten, wie du es machen kannst. Wenn du dich selber genug sicher fühlst und in dieser Thematik und auch ein bisschen sattelfest bist und auch gut, also eben gut Bescheid weißt, wieso das oder was dahinter steckt, wieso das auch gewisse Herausforderungen so sind, wie sie sind, dann kannst du auch einfach so mal alle zusammentrummeln und sie zu dem informieren. Was ich aber jetzt dort gerade in der Zusammenarbeit mit den Leuten gemerkt habe, ist, dass es einfach sehr schwierig ist, zumal alle an den Tisch bringen, vor allem wenn man so sagt, es ist jetzt nicht zu einer spezifischen, weißt du, jetzt gerade eine Stelle, die wir besetzen oder so, sondern nehmt euch einfach alle mal 2 Stunden Zeit und dann wir miteinander über das diskutieren. Das machen die wenigsten. Und darum, was ich dort meistens mache, wenn ich merke, dass das Bewusstsein noch nicht genug klar ist, ist, dass wir einen Workshop machen. Also auch dort wieder, dass man vielleicht jemanden externes dazuzieht, der sich in dieser Thematik auskennt und wo auch gewisse Inputs kann geben kann. Weil wenn etwas, glaube ich, eine Geschäftsleitung gerne macht oder ein Geschäftsleitungsmitglied, dann ist es auch, sich selber weiterentwickeln und schauen, dass man auch als Person besser Bescheid weiss über das, was gerade so läuft.
Und wenn man da einen externen Partner kann einladen kann, der dann über die Thematik erzählt, dann kann es natürlich sehr wertvoll sein, weil es dann einfach auch aus einer externen Perspektive kommt und man dann vielleicht nicht das Gefühl verursacht, so, ja, das HR hat jetzt, schafft es nicht zum Stellen besetzen und wird jetzt euch sagen, wie schwierig das ist. Für das nehmen wir keine Zeit, sondern dann eher so, hey, da kommt einer und zeigt uns, wie wir in Zukunft als Unternehmen können wachsen mit den krassesten Talenten. Da nehmen wir vielleicht schnell die Zeit dafür, um das mal anzuschauen. Genau. Also da die Brücke schaffen, das ist, glaube ich, so ein wichtiger Begriff. Ja. Ja, spannend. Weil ich merke das ja auch im Austausch mit den Leuten, dass eben also häufig da auch so wie ein bisschen ein Zurückhalten gegenüber dem Bewusstseinsschaffen herrscht. Also konkret, was meine ich damit? Wenn es dann zum Beispiel darum geht, wenn eben die HR-Professionals, die mit mir im Call sitzen, Interesse zeigen, da auch nur schon herauszufinden, hey, wie könnte diese Zusammenarbeit aussehen? Es geht gar nicht mal um Zahlen und um wir arbeiten miteinander, sondern einfach, wie könnten wir bei euch die Situation aussehen, also wie könnten wir euch unterstützen? Dass dann auch nur schon dort sehr häufig so kommt, so wie Blockade kommt, ja, nein, weisst, und die Geschäftsleitung hat dann nachher sowieso etwas dagegen. Oder das ist noch nicht genug relevant. Ja, wir haben ja schon eine Themengruppe. ja, genau. So. Ja, und nachher, aber das ist dann auch interessant. Ich meine, die internen Projektgruppen. Wir sind ja beide mega davon überzeugt, man muss PS einfach mal auf den Boden bringen. Man muss einfach mal starten und nicht einfach immer nur in der Theorie sich bewegen. Aber auf meine Aussage zurückzukommen, eben, ich meine, was wir ihnen auch bieten, und das machen wir gratis, das machen wir auch gern. Wir zeigen ihnen auf, wie wir vorgehen. Und es ist ja nicht so, dass wir einfach die Sachen aus dem Blauen vom Himmel rausziehen, sondern das sind aber das ist ja wirklich so, wir zeigen praxiserprobte Wege, wie wirklich teilweise Unternehmen Time to Hire zusammen schnell und zusammen haben können verschnellern oder Kosten pro Einstellung haben können fünfteln. Also, und auch nur schon, dass dann so der Riegel kommt, so, ja, nein, weisst, Geschäftsleitung. Ja, also es zieht sich, glaube ich, einfach komplett durchs Band durch, dass da wirklich einfach gesagt wird, ja, das liegt in der Verantwortung vom HR, dass wir Personal finden und wenn es nicht läuft, ist das HR geschuldet. So ein bisschen, ja. Ja, das ist ein bisschen Saumode. Ja, definitiv. Ein Saumode, alles aufs HR schieben. Ja, ich muss sagen, weißt, HR-Professionals tut mir schon leid, weil die Situation hat sich jetzt so schnell, so drastisch verändert. Und du kommst jetzt da raus und hast vor 10, 20 Jahren lang hast du dich um Personaladministration gekümmert, geschaut, dass es den Leuten gut geht. Und wenn du eine Stelle hast, wollen besetzen, hast du können auswählen aus den 5 Besten. So, jetzt ist es komplett anders. Jetzt bist du irgendwie plötzlich noch Marketingmanagerin und musst irgendwie noch plötzlich wissen, wie man eine Internetseite gestaltet und wie man eine Werbeanzeige schaltet. Und musst irgendwie noch eben eine Persona, eine Candidate Journey erstellen. Alles super spannend, aber wir wissen, glaube ich, alle, dass das HR jetzt eine von den Abteilungen ist, die eher weniger Zeit hat, um sich noch so neue Sachen aneignen plötzlich oder so etwas machen. Ja. Eben ja genau, auch weil weniger Bewerber reinkommen, man hat mehr Zeit muss ins Rekrutieren investieren oder anderweitig. Absolut. Du musst einen riesen Teufelskreis. Je schlechter das läuft, desto weniger kommt wieder rein, desto mehr Zeit muss man dort investieren und hat noch weniger Kapazität nachher, um genau die Thematiken anzugehen. Ja. Ja, cool. Aber sehr interessanten Austausch gewesen, Dave, jetzt auch von dir mal zu hören, nachher in der Praxis, in der Kunden, also wirklich mit der wie du nachher da vorgehst, ist wirklich, wirklich sehr spannend gewesen. Genau. Zum da langsam zu einem Abschluss kommen, eben einfach nochmal ganz kurz zusammenfassen, die 4 Punkte. Sichtbarkeit, man muss bei den richtigen Leuten sichtbar werden, auf den richtigen Kanal mit der richtigen Botschaft. Kannst du dem so zustimmen? Absolut, sehr schön gesagt. Okay, genau. Und dann Transparenz, wirklich einfach authentisch nach außen kommunizieren, ein Schaufenster schaffen, wie es dann ist, weil spätestens, wenn die Leute anfangen bei dir zu arbeiten, dann merken sie sowieso, wenn du es angeschaut hast oder unehrlich gewesen bist. Und lieber zeigt man das von Anfang an aus und zieht die richtigen Leute schon von Anfang an. Dann mutig sein, einfach den Mut haben, auch mal auf die Schnauze zu gehen. Es ist eine neue Situation für uns alle, für die Schweizer Wirtschaft, für Konzerne, für den einzelnen Arbeitnehmer, für KMUs. Wir sind alle am Lernen, wie wir jetzt mit dieser Situation umgehen müssen. Und da braucht es einfach Mut. Mit halt,
Vorteil, dass wenn man mutig ist, dass man wirklich auch sehr viel Lorbeeren kann ernten, wenn man jetzt das mal so formulieren kann. Und halt wirklich einfach weiterbilden, neugierig bleiben und so das Bewusstsein bei dir selber, aber auch im Unternehmen aufbauen, dass man eben die Transparenz, Sichtbarkeit etc. kann aufbauen. Genau. Schön zusammengefasst. Wunderbar. Ja. Yes. Genau. Hey, cool. Ich noch, ja, spannender Austausch gewesen, also spannendes Thema. Genau, sind ja viele Grundlagen. Vielleicht können wir dann auch mal noch ein bisschen tiefer gehen, so, was das dann bedeutet. Aber ich hoffe, dass da das eine oder das andere Nugget drunter gehabt hat, um ein bisschen davon profitieren. Genau. Yes. Cool. Ja, das wär's soweit dann eigentlich auch schon gewesen, mit dieser Episode, was die wirklich erfolgreichen Unternehmen von den weniger erfolgreichen Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt unterscheidet. Wenn du jetzt die Episoden auf YouTube geschaut hast, schreib uns doch gerne unten in die Comments, wie auch wir da als Get On Board könntet dir behilflich auch sein, um vielleicht einfach nur schon das Bewusstsein zu schaffen. Auf Spotify, wenn es auf Spotify los ist, blendet es dir jetzt eine Frage ein. Auch da darfst du uns gerne die Anregung geben. Und ja, danke fürs Zuhören. Ich habe nichts mehr zu sagen. Dave, hast du noch irgendetwas, was du willst? Over and out. Bin auch fertig. Alright. Genau. Eben. Aber ja, merci fürs Zuhören. Hat mich gefreut. Sehr spannend gewesen, darüber zu schwätzen. Und freue mich schon aufs Nächste. Yes, ich mich auch. Merci fürs Einschalten. Wenn du spannend gefunden hast und du hast können profitieren, folge uns doch. Dann kommen ganz viele weitere so Episoden, wo wir hoffentlich auch den Mehrwert dir weitergeben können, dich bilden, das Bewusstsein vielleicht auch ein bisschen arbeiten können. Würde uns auf jeden Fall freuen. Und in dem Sinne, ganz einen schönen Tag noch, viel positive Energie. Bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao.